Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Och bitte, Minister, bla bla bla. Was ist denn los mit euch? Ich habe gehört, Alexander wird attackiert und so weiter und so fort. Hm, wo ist die Prinzessin? Tennis, Doc, es ist alles in Ordnung. Lappen ist draußen und sucht momentan nach Lazar oder guckt nach ihm und ihr. Na gut, ich bin erleichtert. Hey Leute! Hey, was ist denn los? Oh. Was ist es, Lazar? Sie ist... was stimmt nicht? Ich denke, sie hat ihre Stimme verloren. Sie kann nicht mehr reden. What the... was? Komm schnell in den Gastraum. Warte. Haspel, haspel. Verdammte Kacke. Komm schon, Doc. Ich komme auch. Lassen das Treffen beenden. Und so weiter. Oh oh. Das hört sich nicht gut an, was da mit Lazar passiert. Passiert ist, wie auch immer. Wir gehen in den Gastraum. Und zwar ganz schnell. Quatsch, hier ist falsch. Aber ich muss kurz einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns gleich. Und dann wären wir schon wieder. Kein großes Drama gewesen. Fahren wir runter zum... Ja, mittleres Dingsgeschoss, ja. Gut. Ja, halten und raus hier. Der Gastraum, ja. Das ist ja der, in dem wir immer übernachten. Dann gehen wir mal. Und schnell zu Lazar. Denn, wie gesagt, bitte warte. Sie sitzt da oben auf ihrem Bett. Lazar? Prinzessin? Prinzessin, was ist der Grund? Das ist ein schlechter Witz. Doktor, ist da nichts, was wir tun können? Was für eine Tragödie. Die Prinzessin hat tatsächlich ihre Stimme verloren. Nach allem, was sie durchgemacht hat und so weiter. Prinzessin. Lazar. Das ist keine Hoffnung. Ich denke, dass nur eine Chance und sowas. Es dauert wohl eine Weile, bis sie widersprechen kann. Bis sie über alles hinweg ist und sowas. Okay. Scheint, haben wir echt große Probleme. Ist wohl traurig, aber kann man nichts machen. Jeder verliert mal seine Stimme so ein paar Mal. Kann ich Sidden einen Menschen zurückverwandeln? Jetzt, komm runter. Lass uns zum Regenten gehen. Komm schon, Rusty, komm hoch. Prinzessin, bitte, sag etwas. du musst babysitten, ne? Oh Gott, ist das alles ein Drama hier. Ist ja schrecklich. So, ist da irgendeine Hoffnung für mich? Es tut mir leid, Sir. Wir müssen eine Person finden, die irgendwas mit Effekt und so. Ah, jetzt erzählt er das mit diesen, was ich euch beim letzten Mal erzählt habe, mit diesen Medizin. Das erzählt er ihm jetzt. Dass es da drei verschiedene Medizin gibt, die ich finden muss. Und das kann dann alles zu einem Mittel zusammen... Ja, genau, die drei Potion. Die seltsame Potion, die... Vertraute Potion oder sowas sind... Und die werden alle in Lindblum sein. Da müssen wir mal suchen eben. Was ist das jetzt schon wieder? Mein Hammer. Boah, es wird so heiß. Boah. Verdammt, ich hasse Höhen. Die bauen die Häuser wieder auf. Hey, ich brauche einen Hammer. Na, mal schauen. Bleib stehen, ich werde einen finden. Leih mir einfach deinen. Was? Auf keinen Fall. Niemand benutzt meinen Hammer außer mir. Komm schon. Nein. Niemand berührt meinen Hammer außer mir. Gut, dann... brauche ich irgendwas anderes, um die Nägel reinzuhauen. Ja, da ist wohl jemand ziemlich stolz auf seinen eigenen Hammer.
Check ich nicht, aber man kann Gegenstände lieben, ist ja kein Ding eigentlich. Es gibt Menschen, die machen sowas. Also sollte man sich nicht drüber lustig machen, nein, nein, nein. Kling, und unten sind wir. So. Boah, ist das viel langweilige Arbeit hier in Lindblum erstmal. Also die CD3 fängt wohl... Wow, die verläuft ziemlich schleppend am Anfang, das ist sehr krass. Na komm, hier lang. Gut. Dann wollen wir mal in die verschiedenen Viertel, wie es aussieht. Erstmal in den Businessbezirk. Und dann schauen wir, was wir hier finden können. Wir werden auch nochmal kurz in die Einkaufsläden gehen können. Und werden da eben nachschauen, was es da für neue Rüstung gibt. Oder auch der Schmied. Wenn der denn jetzt hier arbeitet momentan. Weiß ich ja nicht. Mal sehen. Versuch wird auf jeden Fall nicht schaden, denke ich. Ich stand da gerade ein Schokobo. Hier, die hier. Über die Potion ausfragen. Die schöne Potion... ja, die habe ich. Irgendwo hier... Ah, hier ist sie. Du kannst sie haben. Sie ist sowieso zu alt, um sie zu verkaufen. Klingt ja supi. Gut. Schmieden. Nein, nicht über die Potion ausfragen. Irgendwas davon gehört. Tut mir leid. Einfach nochmal mit ihm reden und dann schmieden. Haben wir momentan. Magic in a row. Brauchen wir irgendwas ganz besonders. Und Federstiefel haben wir noch. Was haben wir hier alles noch? Was bräuchten wir denn hierfür? Ja, ganz viel. Ganz viel Zeug, was wir nicht haben. Eine Gabel noch. Boah, nee, das ist einfach so viel Zeug, was man dafür braucht für Schmieden. Werde ich wahrscheinlich offscreen so ein bisschen was machen und so, aber boah. Das jetzt so zusammenzukratzen, das würde ewig dauern. Einfach so reden und dann können wir ja auch wieder hier kaufen. Hat er momentan. Nee, hat sie momentan schon. Den brauchen wir noch. Korallenschwert. Die brauchen wir noch ein paar Mal. Wieso haben wir so wenig Geld? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich habe so viel Geld gehabt. Wieso haben wir so wenig? Okay, das ist strange, dass wir so wenig Geld haben. Ich habe so viel Geld gehabt. Das wusste. Habe ich jetzt. Hä, wo habe ich denn das Ganze hin? Ist blöd. Entweder ich bin jetzt einfach nur blöd gerade oder ich wurde hier um Geld beschissen einfach. Boah, aber er hat hier schon echt fast alle Abilities gelernt. Also es sieht schon echt perfekt aus fast. Gut. So, jetzt müssen wir aber eigentlich erstmal ein bisschen Geld auftreiben. Das ist das Problem. Nur die Sache ist dann wieder, dass es hier halt kaum Gegner gibt, mit dem man momentan mal schnell Geld auftreiben könnte. Das ist halt ein bisschen scheiße. Aber Theaterviertel. Hin. Da-dap. 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 Okay. Meine Stimme kratzt da schon fast ab. Also, da sollte ich echt mal aufpassen. So. Gucken wir hier. Ist das nicht... Ich denke, das ist er. Yo. Wie geht es dir, Typ? Hey, seid ihr das Paar aus Boomerker? Danke dir nochmal, dass du uns in Boomerker geholfen hast. Ah, das war nichts. Ich bin froh, dass es... der Mann gut geht. Ja, und so. Mein Bein ist verheilt und so. Wir haben uns gerade gesagt, wir haben auch Kinder. Was ist denn so Rally? So. Micha! Ich bin so glücklich, dich zu sehen. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt.
Ja, es war eine lange Reise, aber irgendwie haben wir unseren Weg gefunden. Ich wünschte nur, Dan und die anderen wären auch hier. Wir haben so viele Freunde verloren. Das stimmt. Wir können nur nicht runter. Ach, bla. Hör auf. Ratten reden normalerweise gar nicht, deswegen sollten wir immer die Fresse halten. Ja. Also, sie wünschen sich jetzt gegenseitig viel Glück, nochmal Küsschen und so weiter. Ich wünsche, Seth Radley wäre bei uns. Hey, kommt hier! Okay! Wow! Hier, das sind unsere Kinder. Wer ist das, Daddy? Er hat mein Leben gerettet. Und so weiter. War schon krass. Ich meine, die Kinder wären ja nie entstanden, wenn der gestorben wäre, wenn wir nicht gewesen wären, quasi. Gut, dann wollen wir hier reingehen. Dieses Gebäude. Und dann finden wir hier irgendwo Lapis Lazuli. Aber ich meinte jetzt eigentlich was anderes. Muss ich jetzt erst mit dem Typen über die Medizin quatschen? Die Potionfrau ausfragen. Ich habe niemals von ihnen gehört. Irgendwas. Hier. Seltsame Potion. Gut, dann gehen wir hier nochmal runter. Denn hier arbeiten ja gerade China, Markus, Blank. Na, Blank nicht jetzt. Na, ich habe mir schon gedacht, ihr werdet alle hier sein. Stu, geht's dir gut? Ich habe gehört, irgendwas ziemlich Schreckliches ist passiert und so. Er kann sich bewegen, das ist ein gutes Zeichen. Ja, sieht's aus, als würde ich leben. Was mit Blank geredet? Ja, ich habe ihn gesehen im Schloss und sowas. Gut. Ja, ach so, er hat die Potion. Okay, kannst du sie mir leihen? Ja, sicher. Bleib dort stehen. Gut, also jetzt redet er wieder drüber. Ja, Stu, möchtest du uns nicht beitreten und so, glaube ich. Ja, aber er ist ja hin und her gerissen. Er weiß noch nicht, was er überhaupt will. Unusual Potion. Potion. Unusual. Keine Ahnung. Ich möchte das Zed, Onkel Zed wieder in einen Menschen zurückverwandeln. Ich danke euch sehr. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Schloss wieder. Bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder, ihr lieben Gesellen der Nacht. Gut, nackten Gesellen der Nacht. Ja, wie auch immer. Gehen wir hier rein. Moment, Sid dürfte jetzt momentan hier oben sein. Wenn ich mich nicht vertue. Er wartet sie. Okay. Warum auch immer man erstmal mit den Soldaten sprechen muss jedes Mal. Keine Ahnung. Hey, ich hab sie. Ich hab sie gemixt und sowas. Exzellent. Perfekt. Bravissimo. Und jetzt gibt ihr das dem mal wie? So, sind wir mal gespannt. Wow. Hat das funktioniert? Irgendwas stimmt nicht. Der Ribbit wurde mir mal am Digimon World LP vom lieben Kackhoffmaker gesagt, das ist das Geräusch, das, was Frösche machen im Englischen halt. Das hat nicht funktioniert. Scheiße war's. Und jetzt ist er kein Oktober mehr, sondern ein Frosch. Der Regent ist ein Frosch geworden. Oh Mann. Wir werden niemals ein neues Luftschiff finden. Das ist es. Keine Potions mehr, keine Medizin. Wir müssen Hilda finden. Versammelt alle im Konferenzraum. Oh, das stinkt. Ja, dann merkt man schon, wer hier verzweifelt ist und wer nicht. Ich danke euch fürs Kommen. Das ist ziemlich schrecklich, was passiert. Wow, ein Frosch? Ja, bla, Kuja. Er hat Wabla Kuja gesagt. Ja, das ist natürlich interessant. Also, was sollen wir tun? Ich arbeite da drin immer noch. Mit Schwarz mal gern. Achso, sie wollen herausfinden, wo Kuya ist. Das heißt, wir müssen zum Dorf der Schwarzmagier. Das Problem wäre nur, jetzt müssten wir durch den Tunnel wieder zurücklaufen auf den äußeren Kontinent. Und das ist ein wahnsinnig weiter Weg. Ja. Es geht hier scheiße. Oder so.
Von seinem Dorf. So, gut. Das heißt, wir wollen zum Schwarzmagierdorf und dafür gibt es auch jetzt für uns eine neue Fortbewegungsmöglichkeit, mit der wir jetzt auch Sidequests gut abschließen könnten. Aber ich würde sagen, die Sidequests machen wir erst auf der vierten CD. Also das heißt, erst ziemlich spät. Damit warten wir jetzt wahrscheinlich noch ab erst. Ist, denke ich mal, das Allerbeste, was wir vorerst tun können. So, gehen wir jetzt hier zum Wasserdrachentor. So hieß es im Deutschen, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, was das genau übersetzt heißt. Zack. So, und da steht auch schon hier der Typ. So, ihr könnt die Leiter nehmen, um aufs Schiff zu gelangen. Schiff, ja Quatsch, Boot. Das ist ja eher... So. Ja, auf die blaue Narzisse, so heißt sie immer. Cool. Innovativer Name. Und Blank steuert es. Also, ob das gut geht, weiß ich ja nicht. Ja, wir sind gespannt. Sehr sogar. Gut. Blabla, halt die Fresse. So, also jetzt erzählt uns, wie man das Schiff steuert. Und jetzt müssen wir unsere Teamkollegen aussuchen. Die sind jetzt leider sehr schwach auf einem sehr schlechten, niedrigen Level. Aber ich denke, das ist alles kein Thema jetzt. Na, Michael, Level 20 ist der schwächste Charakter, ne? Den wir haben. Kacke. Aber werden wir mitnehmen, komm schon. Ich muss ganz kurz etwas nachgucken. Das ist, tut mir jetzt auch fürchterlich leid, dass ich das nicht rausschneide. Dass ich das einfach eiskalt drin lasse. Aber ich kann gerade nicht anders. Mein Gemütszustand sagt mir, ich soll das so machen, wie ich es gerade mache. So, um es mal so zu sagen. Gut. Ja, zum Schwarzmagierdorf. Ich habe nur gerade was Optionales nachgeguckt. Moment, wieso schwimme ich hier lang? Ihr seht jetzt hier die vier Kontinente, das ist unsere Weltkarte. Jetzt können wir uns hier frei rumbewegen, aber wir können nur an Stränden anlegen. Das ist dann halt nicht so gut, aber sonst ist das eigentlich ziemlich praktisch. Guck, jetzt sind wir schon beim äußeren Kontinent. Wir müssen nicht diese ganze lange Passage durch den Tunnel nehmen. Sehr praktisch. Und es laggt wie, als gäbe es kein Morgen mehr. Was ist hier los? Und da haben wir auch schon einen Strand. Das ist gut. So. Dort hinten haben wir das Schwarzmagierdorf. Das ist noch ein kleiner Weg. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier auf Gegner treffen wieder. Aber einen Schutz wie ein Pokémon gibt es hier leider nicht. Das ist dramatisch. Gut, wir haben ein Team, was draufhaut, als wenn es kein Morgen mehr gäbe. Und was austeilt, nicht unbedingt einstecken kann, aber auf jeden Fall austeilt. Zack, und das war's mit dir. Micha ist leider wirklich nicht stark. Aber, naja. Ich denke mal, boah, das tut mir eigentlich so leid, weil Micha ist eigentlich ein guter Charakter. Das Problem ist, ich weiß nicht, wen ich in meinem Main-Team nehme. Also in dem Team, mit dem ich dann immer unterwegs bin. Du auf jeden Fall, muss man ja. Rain werde ich nehmen. Dann werde ich noch Lappen nehmen. Also als Heiler. Und dann muss ich mich zwischen Markus und Micha entscheiden. Das ist das Problem. Das kann ich schlecht entscheiden. Mental Break wird noch nicht erlernt. Das ist ein bisschen suboptimal. Hat der überhaupt Ability ab drin? Wieso hat der keine Ability ab drin, bitte? Wie wär's, wenn er das erstmal erlernt? Kann er es überhaupt erlernen? Ja, Ability ab, das soll er bis da zu liegen. So. Ich würde hier erstmal Ability ab anlegen und dann. Schön. So. Stressig sowas. Wir sehen uns mit auf der Schwarzmagier wieder.
Und wir sind heil angekommen, Dorf der Schwarzmagier. Das klingt doch alles vertraut hier. Das ist, wenn jemand hier... Wir sind zu hingegangen. Ich werde rumgehen und mich umsehen. Aber vorher muss ich noch was holen, was ich hier vergessen habe. Was auch ziemlich wichtig ist. Muss ich kurz gucken, wo das denn genau war. Kleinen Moment eben. Hier im Hotel. Nee, Quatsch. Das ist nicht das Hotel. Das hier ist das Hotel. Denn hier gibt es eine von diesen Coins, die wir in Treno abgeben können, um Schätze zu erhalten. Das habe ich mir dann ja doch mal als wichtig rausgedacht eigentlich. Das war sozusagen. Wo sind alle? Ah, sie sind mit Kuya fortgegangen. Zwei andere Leute sind zurückgeblieben. Kuya sagte, er wüsste, wie man unsere Lebensspannen verlängern könnte. Also ist ihm jeder gefolgt. Er lügt! Ich denke, er lügt! Und so weiter. Seine Falle, ja. Vielleicht sind wir bloß Puppen. Nur dazu da, um Menschen zu folgen. Komm schon, das macht keinen Sinn. Wo sind sie hingegangen? Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann sie nicht verraten. Warum bist du nicht mit ihnen mitgegangen? Puma! Ja, da gibt es jetzt hier schon so ein paar innere Konflikte und Miteinander-Konflikte und Familienbrennpunkt, sagen wir es so. Hallo, ist da jemand? Puma? Bitte, öffne die Tür. Mhm. Es ist geboren. Oh. Warte. Gut. Rein da. Endlich. Endlich. Hey. Hey. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ja. Ich verstehe nicht. Warum seid ihr da? Wir wollten nach dem Schokobo gucken. Oh, ein süßes Schokobo. Ich bin so glücklich. Ich will ein bisschen meinem Namen geben. Hey, ich fühle mich seltsam. Nehme ich auch. Verstehe ich nicht. Aber, naja. Gut, warum nicht? Ihr seid zurückgeblieben, weil ihr euch um das Ei Sorgen gemacht habt? Ich weiß es nicht. Ich wollte Kuya folgen, weil ich Angst vorm Sterben hatte. Aber ich konnte nicht, ich fühlte mich, jetzt würde ich etwas Wichtiges zurücklassen. Ich möchte dich etwas fragen, was ist es? Werde ich auch bald stoppen, also quasi sterben? Ich weiß es nicht. Kuya sagte, der Prototyp, wurde vorher gemacht und sowas. Also er ist quasi ein Prototyp Puma. Oh, oh. Hm. Das ist nicht gut. Ich hasse ihn. Ja, das ist der wichtigste Satz. Den haben wir uns wenigstens rausgeschrieben jetzt. Na komm schon, ich möchte diesen Part beenden. Gut, er hat uns gesagt, wo Kuya jetzt ist. Das weiß ich aber auch so. Deswegen muss ich da jetzt nicht unbedingt mit dem labern und so weiter und so fort. World of Warcraft. Boah, ich meine, okay, übersetzen ist gut, aber irgendwann reicht's mal mit dem ganzen englischen Gelabere. Kuya ist auf diesem Kontinent, im Osten. Im nächsten Part begeben wir uns dahin und werden schauen, was sich so machen lässt. Und was uns dort erwarten wird. Bis dann, ciao!